Herzlich willkommen zurück zur Kepler-Reihe. Heute geht es wieder ins Schwäbische, genauer gesagt nach Leonberg. Das ist gar nicht so weit weg von Walderstadt, dem Geburtsort von Johannes Kepler. Darüber ging es ja im ersten Teil der Kepler-Reihe. Viel Zeit hat Johannes Kepler aber nicht in Walderstadt verbracht. Er zog mit seiner Familie ins benachbarte Leonberg, noch bevor im Jahr 1577 seine Schulzeit begann. Für uns heute sind das eigentlich nur wenige Kilometer, für die Menschen damals mit Möbeln, Kleidung, Pipapo sicher eine kleine Weltreise. Denn damals reiste man ja eher mit Kutsche oder Pferd, wenn man sich das überhaupt leisten konnte. Heute ist die Altstadt von Leonberg ein bisschen im Dornröschenschlaf, damals war es aber immerhin eine freie Reichsstadt. Am Marktplatz steht neben anderen Fachwerkhäusern auch noch das alte Rathaus mit vielen Giebeln, im Jahr 1468 erbaut und knapp 500 Jahre später frisch renoviert. Man erkennt das Rathaus an den Balken im zarten Senfton und der Uhr am Dachgeschoss. Hier am Marktplatz Nummer 9 startet unsere Kepler-Reise durch Leonberg. Gleich neben dem Rathaus, etwas höher gelegen am Marktplatz, befindet sich das Wohnhaus der Familie Kepler. Ein Fachwerkhaus mit schwarzen Balken und der Nummer 11, im Jahr 1575 von Keplers Vater gekauft. Was interessant ist, die Daten auf der Tafel rechts daneben, am weißen Haus Nummer 13, beruhen auf einem Irrtum, sind also falsch. Den Menschen wurde zu Keplers Zeit wirklich viel abverlangt. Kriege, Aufstände, Seuchen, Krankheiten und Todesfälle. Und dazu noch diese unsägliche Hexenverfolgung. Sogar in Leonberg, dort traf sie auch Keplers Familie. Seine Mutter war 68 Jahre alt, als sie als Hexe angeklagt wurde. Die Gefängnisräume gibt es seit 2 Jahrhunderten nicht mehr. Dafür aber das Haus, in dem 16 Jahre lang einer arbeitete, der für die Anklage verantwortlich war. Dieser Vogt, so etwas wie ein Richter oder Oberamtmann, hieß Lutherus Einhorn. Kein Witz, der Mann hieß wirklich so, Lutherus Einhorn. Nur leider war dieses Einhorn keine zauberhafte Sagengestalt, sondern ein unangenehmer Zeitgenosse mit dem Ruf eines Hexenverfolgers. Seine ehemalige Amtsstube ist heute unter dem Namen Schwarzer Adler bekannt. Sie steht oberhalb des Marktplatzes an der alten Stadtmauer. Erst Wohnturm, dann Wachhaus und Vogtei, später Gasthaus. Heute ist der Adler als das vermutlich älteste Gebäude so etwas wie ein Wahrzeichen von Leonberg. Gewohnt hat Einhorn allerdings woanders. Sein Privathaus steht in der Pfarrstraße 14. Man findet es, wenn man vom Schwarzen Adler Richtung Pomeranzengarten geht, einem kleinen Terrassengarten mit Aussicht und verwinkelten Ecken. Und ein gutes Beispiel, dass die Wildnis manchmal gar nicht so weit weg ist. Oft muss man eben doch nur um die nächste Ecke gehen. Keplers Schule ist ebenfalls in der Nähe, in Richtung vom ehemaligen Totengräberhaus. Das erkennt man an der Fratze am Mauerwerk. Geht man um die Ecke zur Stadtkirche, steht das Schulgebäude quasi direkt daneben, in einer Seitenstraße. Der Sternenforscher hat dort unter anderem 3 Klassen in der sogenannten Lateinschule besucht. Eine Art höherer Schule und der Name, der war da echt Programm. Unterrichtssprache war Latein, also kein leichter Tobak für die Schüler. Heute ist in dem ehemaligen Schulgebäude in der Pfarrstraße 1 das Stadtmuseum untergebracht. Einen eigenen Keplerraum gibt es dort auch. Er wurde zu Keplers 450. Geburtstag ganz neu gestaltet und im Jahr 2021 wieder eröffnet. Kepler schloss seine Schulzeit im Jahr 1583 mit dem Landexamen ab, konnte später sogar in Tübingen studieren, Theologie, Mathematik und Astronomie. Ein Pfarrer ist er zwar nicht geworden, dafür aber ein berühmter Forscher, der viele Entdeckungen gemacht hat. Seine 3 Kepler-Gesetze beschreiben zum Beispiel, auf welchen Bahnen sich Planeten wie der Mars um die Sonne bewegen. Im Laufe seines Arbeitslebens ist Johannes Kepler später in Europa viel herumgekommen. Aber das ist eine andere Geschichte und eine andere Website. Besuch ist immer gern gesehen.